Wir haben einen Impfstoff gegen Corona. Es ist ein mRNA-Impfstoff. Was bedeutet das? mRNA steht für Messenger-RNA und das ist ein Baustein, der auch in normalen Körperzellen vorkommt und für die Produktion von zum Beispiel Eiweißen benötigt wird. Mit dieser mRNA wird der körpereigenen Zelle der Bauplan für genau das Antigen übermittelt, gegen das die körpereigene Immunabwehr mit Antikörpern und spezifischen Fresszellen ihre Abwehr richtet. Und weil dieser Bauplan für dieses eine Protein so überschaubar war, ging die Impfstoffproduktion so vergleichbar schnell. Bei der Handhabung müssen ein paar Dinge eingehalten werden, weil eben diese Messenger-RNA so leicht zerbrechlich ist, zum Beispiel die konsequente Kühlkette von bis zu minus 70 Grad. Das lässt sich am besten erklären, indem wir uns zunächst mal die Funktion einer normalen Körperzelle anschauen. Die normale Körperzelle ist hier schematisch dargestellt, sie hat eine Doppelwand und die Schaltzentrale dieser Zelle ist der Zellkern, in dem auch die gesamte genetische Information vorhanden ist. Und diese Zelle, wenn sie lebt und arbeitet, produziert immer wieder eine Botensubstanz, die sogenannte Messenger-RNA, die an den Eiweißbaustätten der Zelle, den Ribosomen, dafür sorgt, dass bestimmte Eiweiße produziert werden. Und wofür braucht der Körper die normale Zelle Eiweiße? Zum Beispiel für die Immunabwehr als Antikörper oder für die Beschleunigung von Zellvorgängen als Enzyme oder überhaupt für die Struktur der Zelle. Im Rahmen einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff passiert nun nichts anderes, als dass diese Messenger-RNA von außen in die Zelle eingebracht wird. Das heißt, es ist vorher ganz genau analysiert worden, was für ein Stück mRNA brauche ich, um ein fertiges Eiweiß zu erzeugen. Ein Eiweiß, das ich von den Coronaviren her kenne und gegen das ich meine körpereigene Abwehr gerichtet haben will. Und das ist im Falle dieses mRNA-Impfstoffes das Spike-Protein der Coronaviren. Der Weg in der menschlichen Zelle sieht so aus, von der DNS im Zellkern über die mRNA, über die Ribosomen als Proteinbaustellen hin zum fertigen Eiweiß und nicht umgekehrt. Deshalb greift die mRNA aus dem Impfstoff auch nicht in den Zellkern und damit in das Erbgut ein, sondern produziert an den Ribosomen das fertige Eiweiß, in diesem Falle das Spike-Protein, das Antigen des Coronavirus, und wird dann rasch von der Zelle abgebaut. Weil die Handhabung dieses mRNA-Impfstoffes, zum Beispiel durch die Einhaltung der Kühlkette, recht komplex ist, ist entschieden worden, die Impfung an speziellen Impfzentren erfolgen zu lassen und nicht in jeder eigenen Hausarztpraxis. Die Impfzentren selbst können auf den jeweiligen Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung eingesehen werden. Für Berlin gibt es zum Beispiel 6 dieser Impfzentren und daneben für besonders gefährdete Personengruppen oder Patienten, die nicht ins Impfzentrum kommen können, mobile Einsatzteams, die zu den Patienten mobil vor Ort hinkommen. Die Reihenfolge der Personen, die sich impfen lassen können, ist auch politisch festgelegt. Die besonders Gefährdeten, die über 80-Jährigen, werden zuerst geimpft, danach besonders gefährdete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem, sodass man als Bürgerin oder Bürger nicht einfach ohne Termin in dieses Impfzentrum hingehen kann, sondern es erfolgt eine Einladung. Egal wie lange es noch dauert, bis Sie selbst geimpft werden können, bitte bleiben Sie gesund.